Oh Mann, statt dass das jemand halt. Wasser ist fast aufgebraucht. Drei Punkte. 24. Oh. Guck mal hier. Den können wir unlocken. Unlocke. Unlocke, wie wir den unlocken können. Was uns leider sehr viel kostet. Was wir halt noch haben. Überleg mal. 20 Schrauben sind schon mal 10 Altmetall, die können wir tatsächlich. 6, 7. Aber da brauchen wir auch Treibstoff. War doof. Ist das Lager mit 5 Knabberfischen, 5 nassen Hölzern voll. Das ist halt scheiße. Weil die sind weg. Die kriegen wir nicht wieder. Die werden auch nirgendwo irgendwie auftauchen, die irgendwie hier. Limit erreicht? 20. Oh, tatsächlich. Produktionslimit erreicht. Ja, gut. Gut. Er bringt 10. Oh, sehr schön. Ah, sehr gut. Oh, hier was mit den Kollegen. Sind wir hier nicht unterwegs gewesen? Bin ich jetzt? Jetzt irgendwie neben der Spur? Aber er. Ah, tatsächlich. Gebt den Hook. Jetzt. Jetzt macht er sich auf den Weg. Ah, alles klar. Ich dachte, er holt vorher schon die Leute. Wenn ich mich. Mal, er hat auf jeden Fall so auch immer in der Fünf-Pen-Holz gemacht werden. Ach, jetzt. So, Leute gerettet. Sehr schön, ne? Jo. Oh. Oh, Woody. Ey, wieso? Hobby Woody Boat. Warum Woody? Okay, Woody. Eins. Wir haben noch ganze 10 Brennholz drauf. Darauf warten, abgeholt zu werden. Hallo. So, und da du schnell durstig wirst, machst du jetzt mal bitte auch hier. Tag. Zwei Leute, die Wasser machen. Sehr gut. Dann müssten wir einen eigentlich den Transport zuständig machen. Und dann brauchen wir aber drei Leute für. Zwei Leute. Einen für Fischen und einen für. Zwei Bojengegenstände bergen, ne? Oh, aber. Mehrere Probleme.
mehrere. Mehrere Probleme. Gut, aber wenn es mehrere Probleme gibt, ist immer schön. Forschungspunkte. Ja, ich weiß, wofür ich die ausgeben würde. Der Foodtruck ist natürlich eine coole Sache. Aber ein bisschen da. Pff, ja, aber. Ah, großes Lager. Ah. Kollegen. Hier Holz. Okay. Wir hätten aber 4 Holz. Altmetallteile, wie das hier. Jawohl, 12 da. Zusammen mit den Schrauben sind das 26. Und hier. Und jetzt bitte. Kann doch nicht. Hund. So, machen wir Futter. Verstehe ich auch nicht, ne? Produktionslimit ist 20 Fische. Ja, 20 Fische. Wir sind bei 20. Er brät halt einmal 4. Ich meine, ist ja gut. Ich habe ja ein paar auf Reserve. Bitte? Das wiederum heißt aber auch, wir können relativ schnell hier einen Abgang machen. Das ist schon mal ein Buggy. Geht eigentlich nicht. Geht einer oben. So lang ist trotzdem. Ich
So, eine heute jetzt nochmal ein bisschen was Plastik. Ja. So ganz ohne geht es halt doch nicht. Ja. Der andere holt ein bisschen was Holz. Vor allen Dingen das Holz ist endlich. Über Holz holen. Wo jetzt war eigentlich? Fünf Fische und 7 trockener Holz ist jetzt halt nicht so, als hätten wir Holzüberschuss, ja. Das heißt, wäre halt wirklich hilfreich, wenn diese nassen Holz da rauskämen. Aber nee. Wir sollen mit umgehen können. Was zählt denn eigentlich hier Werkstätten? Ah, alles. Werkstätten. Hallo! Warum hat denn? Weil erstmal ein schön fahren. Das, obwohl sie eigentlich. Ja. Man kann. Und irgendwo stecken hier trockener Holz. Keiner weiß wo. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Hier sind nur Fische drin. Stecken 4 trockener Holz drin. Wir werden uns dann null haben, das heißt. Okay, hier der Kollege. Letzten 5 kann er noch mitbringen. Okay. Auch wieder so ein Punkt. 10 passen aufs Boot, 25 für Schwimmer. Kann da nicht einfach 30 Fische draus machen? Dass wenigstens die volle Fahrt dann ist. Also ich meine, ja, logisch, dass das nicht gerade aufgeht, aber es wäre halt ein bisschen spielerfreundlicher. Man muss ja nicht immer so übertrieben kompliziert machen. Halt, das war zum Beispiel bei Anno ja auch so, ne?
Das Holzfäller, der stellt fünf Holz her. Also geht's ins Sägewerk, das macht daraus 10 Bretter. Ja. Aber irgendwie in der nächsten Verarbeitung oder macht daraus 8 Bretter oder also es ist halt so ungerade immer irgendwie. Das nächste braucht dann aber wieder 10 Bretter statt 8 und das heißt, du musst dann irgendwie gucken, wie du mit 2 Holzfällern, die genügend Material beliefern, dass du irgendwie 3 Sägewerke kriegst, sogar eigentlich 3,2 und diese ungeraden, also ja, und cool, dann so die Ketten auszuprobieren, damit alles quasi auf Maximum 100% läuft. Aber man könnte es halt auch ein bisschen freundlicher gestalten und sagen, komm, bei Holzfällern machst du 4 Sägewerke und mit 4 Sägewerken kriegst du bei was auch immer beliefert und nicht, okay, mit 2 Holzfällern machst du, eigentlich brauchst du 3 Holzfäller für, 2 Holzfäller, 3 Sägewerke. Dann brauchst du aber eigentlich 4 Sägewerke, um das in die nächste Produktion, also diese ungeraden Produktion. Ja, so. Oh, wenn es wenigstens der gleiche Nenner wäre. Ja. Luxusprodukt. Ja. So, wir haben hier ein bisschen nasses Holz. Jetzt 30 davon, wir haben gerade 8. Ich würde sagen, wir segeln weiter. Also ich meine, wir können sowieso nur hier hin. Das wäre ja jetzt am besten. Guck mal. Was hier? Wir sind quasi am Ende. Wenn wir jetzt nochmal was machen, haben wir dann Fragezeichen? Okay, stopp. Als allererstes. Nummer 1. Fische. Brauchen wir Fische. Fische. Holz gibt's quasi. Oh, fies. Gut, Holz gibt's hier noch. Gibt's auch nochmal Holz. Oha. Oha. Dafür gibt es quasi kein Plastik. Gut. Ah, Stefan steckt schon. Schauen wir heute noch. Guck mal, wir haben jetzt quasi das noch plündern. Dann reisen wir hier hin, ja, ins große Fragezeichen. Gucken uns das noch an. Und wenn wir das geschafft haben, dann würde ich sagen, reicht es auch mit Abgang, ja, abgerockt, angezockt. Da gucken wir dann erst wieder rein nach dem ersten großen Update quasi. Auch im Stream. Und dann erstmal heute doch reingeschaut ins Spiel. So, wo möchte. Ey, hallo! Ey, hallo? Ey, hallo. Ey, hallo. Hm.
schönes Detail halt, dass sie wirklich von den Sachen, die darum geistern, blockiert werden.